Hallihallo. Willkommen zu einem weiteren. Die Post war da. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Pack mal aus. Moin Calimero. Moin Postmann JD. Jawohl. Postmann JD. Bin jetzt echt mega gespannt. Ich weiß zwar, dass mich eine chinesische Firma angeschrieben hat, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die mir was zuschickt. Könnte drinnen sein, also wenn, dann ist mal wieder etwas, was wir dampfen können. Weil bestellt habe ich jetzt eigentlich sonst aktuell nichts. Made in China. Ach, doch, ich habe etwas bestellt. Das ist jetzt eigentlich fast zu peinlich, das immer Livestream auszupacken. Weil das ist für euch relativ unspektakulär. Das ist so ein Akku-Dummy mit Netzteil. Komplett unspektakulär für euch. Ich kann es jetzt eigentlich jedes Mal irgendwie vorführen. Also es ist ein Netzteil. Da steckt man diesen Akku-Dummy hin. Auf der anderen Seite 220 Volt Strom. Und dann kommt dieser Akku-Dummy hier und praktisch als Akku-Ersatz. Ich brauche hier irgendwo einen Akku. Das ist dann genauso groß wie der Akku selber auch. Und der Sony-Kamera. Und dann kann ich das direkt einstecken und bin direkt mit dem Netz verbunden. Oh ja, ich denke, da kommt jetzt eventuell irgendwas zum Dampfen raus, dass man vielleicht noch was testen kann, aber ja, das war jetzt wohl nichts. Aber das ist vielleicht auch interessant für der eine oder andere. Ich kann das auch geschwind mal andere Kamera zeigen, wie das funktioniert. Ich habe ja nur Kamera. Kommt hier einfach der Akku raus und dann steckt man den Dummy hier ein. Die Gegenseite direkt 220 Volt und somit habe ich halt konstant Strom und die Kamera schaltet dann nicht ab nach, oh, wie lange macht denn der Akku mit? Je nach Kamera, also meine Alpha 7, die macht nach einer halben Stunde ist der Akku leer. Die Alpha 6500, die hält minimal länger durch, da mit viel Glück vielleicht mal eine Dreiviertelstunde. Mit so einem Akku-Dummy hat man halt den Vorteil, man kann tatsächlich einfach längere Videoaufnahmen oder wie ich es jetzt hier mache als Kamera, als Webcam-Ersatz und dann bleibt die halt konstant online. So. Jetzt haben die bestimmt 35 enttäuschte Zuschauer hier. Ja, echt moin, da kommt was anderes raus, weil den Akku damit, da wollte ich eigentlich keinen die Brust der Wart machen. Das Kameradisplay sieht aus wie mein Handy. Voll mit VG. Ja, das ist bei der Kamera tatsächlich so, weil die Kamera, die nutze ich nie. Die steht bei mir nur auf dem Schreibtisch rum, das ist meine alte Nex 5. Ich sollte eigentlich irgendwann mal wieder in den Schrank packen, wo es ein bisschen geschützter ist. Ja, da ist eine richtige VG-Schicht drauf, die kriegst du ja fast nicht runter. Aber es sieht schon etwas besser aus, etwas verschmierter aus. Aber gedacht ist das Ganze für tatsächlich meine Alpha 7. Die
die Kamera hier, wo auf dem Rollwaage drauf ist. Weil ich die Kamera jetzt momentan eigentlich sonst nicht verwenden kann, weil mir der Akku halt ständig leer ist. Holen wir den Akku mal raus. Dann machen wir den Dummy mal rein, aber tun wir halt erstmal die ganze hier auf. Ich glaube schon, in der Lunge sieht es auch so aus. Keine Ahnung, wie es in der Lunge aussieht. Der Vorteil ist ja, die Lunge ist ja so oder so komplett immer feucht durch unsere allgemeine Körperfeuchte, was wir haben. Und so, Akku dann hier rein. Kann ich jetzt sogar vielleicht die Kamera mal geschwind aktivieren. Somit hätten wir mal eine Funktionsprüfung wenigstens gemacht. Hangway ist auch gut. Oh. Mit Strom verbinde, guck ob die Kamera angeht. Kamera geht an. Muss ich das andere Kabel in den Computer einstecken? Bedankt mich gleich für die Bits. Dünnum. Muss ich bloß die Kamera hier mal schnell noch. Beziehungsweise doch, müsste eigentlich funktionieren. Wenn jetzt hier auch die normale Kamera umstelle, dann sollte jetzt eigentlich auch die Alpha 7 umstellen können. Wenn die halt so dicht vor mir ist, dann sieht das bestimmt gleich ganz komisch aus. Christian. Christian cheert 10 Bits und Christian cheert nochmal 100 Bits. Vielen, vielen Dank, Christian. So, jetzt ist halt die Kamera wirklich viel zu nahe vor mir. Das Mikrofon ist jetzt auch noch weg. Aber jetzt hätte ich theoretisch nochmal die Möglichkeit, die zweite Kamera mit einzubinden. Und die haben eigentlich vor, die Kamera irgendwo da drüber zu platzieren. So nahe vor der Kamera sieht es nicht gut aus. Halt wiederum auf die andere Kamera. Aber man sieht sehr, es funktioniert. Akku-Dummy funktioniert, Funktionstest absolviert. Halte die Kamera bloß wieder aus. Weil die da jetzt wirklich gar keinen Sinn macht. Oh, das war jetzt ein wirklich kurzer Leist, würde ich sagen.